Ich bin weder geboren worden, noch bin ich gestorben irgendwann, sondern ich bin einfach und trete immer wieder mal in eine neue Erfahrung, um das Leben in einer anderen Facette, in einem anderen Aspekt zu erleben. So, und damit sind wir erst einmal in der Wirklichkeit angekommen. Die meisten Menschen bleiben nämlich in. Wenn Sie so auf Ihr Leben bis jetzt schauen, wir sind ja alle unsere kleinen Mikrokosmen, ja, jeder nimmt seine Perspektive anders. Schopenhauer sagte, bei jeder Umgebung sieht jeder Mensch doch eine andere Welt, bei gleicher Umgebung. Was ist Ihre Anschauung aktuell bezüglich des Lebens? Warum kommen wir hierher? Wozu das Ganze? Ja, das ist eine Frage, die ich für essentiell wichtig halte. Und ich wundere mich, dass sie sich so gut wie niemand stellt. Mhm. Ja, wenn man in eine neue Situation kommt, müsste man eigentlich erst Bilanz ziehen und schauen, okay, also wer bin ich, wo bin ich und warum bin ich hier? Und die meisten Menschen wissen gar nicht, wer sie wirklich sind. Sie identifizieren sich mit ihrem Körper, mit ihrem Verstand, mit ihrer Persönlichkeit. Dabei müsste sie eigentlich schon die Weisheit der Sprache aufmerksam machen, denn sie sagen, das, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper. Aber wenn das mein Körper ist, dann kann ich das ja nicht sein. Dann bin ich der Besitzer und dann sollte ich mich damit nicht identifizieren. Also schauen wir einmal zurück, wer sind wir eigentlich? Wir sind derjenige, der sich irgendwann einmal vor langer Zeit entschieden hat, die Schule des Lebens hier auf der Erde zu besuchen, mit einer bestimmten Absicht, um bestimmte Erfahrungen hier zu machen. Und das heißt also, wir haben gelebt und leben lange bevor es unseren Körper gab, unseren Verstand, unsere Persönlichkeit. Lange bevor es unsere Eltern überhaupt gab, haben wir uns entschieden, hierher zu kommen in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Umgebung, die besonders günstig ist für die Erfahrung, die wir hier machen wollen, für unsere Lebensabsicht. Also machen wir uns bewusst, ich bin nicht der Körper, sondern ich komme hierher und bekomme einen Körper. Ich bin dann auch nicht an dem Geburtstag dieses Körpers geboren worden, sondern ich habe schon ewig vorher gelebt. Also wenn ich sage ich, meine ich nicht mich, sondern jeder. Ja, ich habe vorher gelebt. Ich lebe natürlich während der Schulzeit hier. Und wenn ich am Ende der Schulzeit meine Schuluniform, sprich meine Erdzeit, ablege, dann ist keiner gestorben, sondern das ist nur das Ende meiner Schulzeit. Dann gehe ich nach Hause und dann beginnt das eigentliche Leben, wie immer nach der Schule. Das heißt also, ich erkenne mich dann als vollkommenes, ewiges Sein. Ich war schon immer, ich werde immer sein und ich habe schon unzählige Erfahrungen gemacht, die wir ein Leben nennen, dass ich in irgendeine Schule gegangen bin und bin da scheinbar geboren worden und habe ein Leben erlebt und das Leben war irgendwann zu Ende. Aber wie gesagt, ich bin weder geboren worden, noch bin ich gestorben irgendwann, sondern ich bin einfach und trete immer wieder mal in eine neue Erfahrung, um das Leben in einer anderen Facette, in einem anderen Aspekt zu erleben. So, und damit sind wir erst einmal in der Wirklichkeit angekommen. Die meisten Menschen bleiben nämlich in der Identifikation mit der Illusion des Ich. Das heißt, sie schlafen tief und fest, träumen nur den Traum vom Leben und sterben irgendwann tatsächlich dann natürlich der Körper, weil sie sich damit identifizieren und glauben, das ist das Ende und sind dann ganz überrascht, dass der Tod die Krönung des Lebens ist, der Schulabschluss und dass sie überhaupt nicht kein bisschen tot sind, wenn der Körper gestorben ist, sondern dann geht es erst richtig los mit der neuen Erfahrung. Wunderschön, wow. Da kommen jetzt so viele Fragen direkt, weil Kurt ja die Gabe hat, die Weisheit direkt so leicht verständlich auszusprechen. Vielen Dank schon mal jetzt für diesen Einblick. Jetzt sind Sie selber in einem physischen Alter, das fortgeschritten ist, sagen wir es mal so. Und mit Sicherheit jetzt rein auf der Verstandesebene gehen ja bestimmte Körper bzw. bestimmte Seelen sagen so, mir reicht's,
ich habe genug Erfahrung gesammelt, ich gehe jetzt in wieder zur Ursprung, zur Quelle zurück. Was sagen Sie denn Ihren Mitmenschen oder wie reagieren Sie heute, selbst noch, wenn Menschen aus Ihrem Umfeld gegangen sind oder aktuell gehen, mit denen Sie vielleicht seit 30, 40, 50 Jahren verbunden sind? Und was raten Sie auch Menschen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, gerade ist jemand verstorben, wie bringen Sie das einem Normalsterblichen bei, um ihn in seinem Leid abzuholen und gleichzeitig so ein bisschen Ausblick zu geben? Also wie geht es Ihnen emotional damit, wenn Sie heute jemanden verlieren? Und was raten Sie jemand kurz? Also erstens kann man niemanden verlieren, weil man niemanden besitzen kann. Sehr gut. Wir begegnen uns irgendwann und wir haben das Geschenk, eine Zeit lang miteinander durchs Leben zu gehen. Und wenn der andere seine Erfahrung beendet hat, dann verlässt er natürlich die Schule. Ich kann ja auch nicht von einem Freund erwarten, wenn der Abitur hat und ich noch nicht, dass er sagt, okay, weil wir uns so gut verstehen, bleibe ich noch ein Jahr hier auf dem Gymnasium mit dir und mache das Abitur nochmal. Sondern das ist selbstverständlich, der geht dann ab, weil auf den wartet die Uni. Und aber ich verliere den ja nicht. Das ist die Sichtweise. Schaue ich auf den Verlust, den ich habe, dass ein geliebter Mensch mich jetzt nicht weiter durchs Leben begleitet. Ich schaue auf die Vergangenheit in dem Fall und bin dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten. Bin dankbar, dass wir uns überhaupt begegnet sind, dass wir so viele tolle Erlebnisse haben. Und natürlich das alles in dem Bewusstsein, dass der andere ja nicht gestorben ist. Der ist ja nur in einem anderen Raum. Mhm. Und wenn ich dann auch dahin komme, dann ist er ja wieder da. Und wenn unsere Liebe uns noch verbindet, dann sehen wir uns wieder. Und dann können wir noch so vieles austauschen. Also es ist eigentlich ja nichts passiert. Die Erfahrung machen wir ja im Leben sowieso. Unsere lieben Menschen sind ja nicht dauernd unmittelbar um uns herum. Die haben ihr eigenes Leben, die sind irgendwo anders. Die tauchen immer mal wieder auf. Und genauso geht es auch in Zukunft. Also wenn ich jemanden verloren habe, dann gibt es überhaupt keinen Grund zu leiden, sondern einen Grund zur Freude, zurückzuschauen, welche schöne Zeit wir miteinander hatten, das Geschenk, sich bewusst zu machen, dass wir uns überhaupt begegnet sind und diese Zeit möglich war. Und dass wir natürlich, wenn wir noch verbunden sind, uns wiedersehen und weiter miteinander leben und gemeinsame Erfahrungen machen können. Also da ist kein Verlust und kein Grund zur Trauer. Und das sage ich jemandem, der in dieser menschlichen Sichtweise ist und leidet darunter, dass der andere jetzt scheinbar gestorben ist. Mhm. Wunderschön, mal wieder sehr auf den Punkt. Also das heißt, Sie selber sind ja eine Seele in einem Menschenkostüm. Jetzt sind wir hier auf die Erde gekommen. Ich hatte mal vor einem Jahr ungefähr eine schmerzvolle Situation für meinen Verstand. Und habe das natürlich sofort spirituell weggebügelt und habe gesagt, Maxim, Opferbewusstsein, du leidest, brauchst du alles gar nicht. So. Und dann hatte ich eine sehr, sehr kluge spirituelle Frau an meiner Seite, die mich beraten hat. Und dann sagte sie, naja, schau mal, Maxim, du könntest jetzt sofort den Schmerz verdrängen und wegbringen, indem du jetzt die spirituelle Wahrheit sagst, was ja auch stimmt. Gleichzeitig allerdings bist du ein Mensch, das hier auf die Erde kommt, um bestimmte Erfahrungen zu machen und diese nicht sofort wegzubügeln und sagen, ich bin ja so spirituell erleuchtet, ich leide jetzt nicht. Also das heißt, Frage an Sie, erwischen Sie sich manchmal für eine kurze Zeit wenigstens, dass der Verstand dann, wenn jetzt etwas Schmerzvolles passiert, dann für einen kurzen Moment durch den Gedanken Schmerzen den Körper verursacht, nur dass die Verweildauer vielleicht kürzer ist, dass Sie sich da schnell rausziehen oder sagen Sie nur noch pure Akzeptanz, Liebe? Und wenn es jetzt ein Mensch ist, den Sie seit 50 Jahren kennen, die Nachricht kommt, der ist heute Nacht verstorben. Ich erlebe beides ja gleichzeitig. Das heißt, mein Körper mit dem Verstand und der Persönlichkeit ist ja mein Erfahrungsinstrument. Mhm. Das heißt also, während ich bei Bewusstsein bin, habe ich meinen Freund den Körper, habe ich meinen Freund den Verstand unmittelbar an meiner Seite. Ich erlebe, was der denkt, was der fühlt, ob der trauert, Schmerz und so weiter. Ich kann ihm helfen, wie man einem Freund hilft. Aber ich leide nicht mehr, sondern da ist ein Freund, der leidet, weil er die Sicht hat, er hat jetzt jemanden durch den Tod verloren
und ich kann ihm helfen, seine Sichtweise zu erweitern durch das, was ich vorhin gesagt habe zum Beispiel. Mhm. Und dann sagt er vielleicht, das hilft mir aber gar nicht, weil jetzt ist er nicht da und ich bin so traurig, dass er nicht da ist. Und dann kann ich ihm eben, wie man einem Freund jetzt helfen würde, helfen, mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, ich erlebe beide Leben gleichzeitig. Erlebe die Situation mit den Augen meines Erfahrungsinstrumentes, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, aber gleichzeitig als erwachtes Bewusstsein bin ich das nicht und bin unberührt davon. Mhm. Verstanden, angekommen. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.